Hallo Freunde, und da bin ich wieder und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagsupdate. Hier ist euer Wunderbursche alias Laurenz und erstmal muss ich mich entschuldigen. Ey, die Wochen. Erst war ich extern mal ein bisschen unterwegs und habe gearbeitet und ein paar Leute besucht. Dann habe ich gearbeitet, bin krank geworden, dann war ich gesund, wollte Videos drehen. Dann bin ich aber in Urlaub geflogen mit meiner Familie, dann war ich wieder krank. Und so kam es jetzt, dass lange sehr unregelmäßig Videos kamen, was mich total nervt. Und ihr merkt es vielleicht immer noch, dass ich ein bisschen angeschlagen bin. Nichtsdestotrotz habt ihr jetzt am vorletzten Sonntag das letzte Video gesehen von der Firma EOS. Und da konntet ihr sehen, dass ich mir viele Teile gedruckt habe. Aber einige von euch haben in den Kommentaren gefragt, Laurenz, was willst du denn jetzt mit den ganzen Teilen? Und das löse ich in diesem Video. Für alle, die das Video nicht gesehen haben, ich spreche von diesen ganzen Bauteilen. Und hier steht es ja schon drauf, Prusa Mini. Das sind alles PA-12-Teile in weiß gesintert. Sehr hochwertig, Vollmaterial, also deutlich stabiler als die PETG-Teile. Und ich würde sagen, ich zögere nicht länger. Wenn man solche Teile produzieren lässt, dann will man die auch einbauen. Und das ist mein allererster Prusa Mini. Den habe ich jetzt schon, boah, 3,5 Jahre oder so. Der hat schon längst überfällig. Die Teile sind total verschlissen. Ich wollte ihn sowieso mal auseinanderbauen und reinigen. Und deswegen ist das jetzt mein Freund. Der kommt jetzt mit. Der hat auch schon mit Abstand am meisten bei mir gerockt. Also den hatte ich schon, bevor ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe. Und habe damit meine allerersten Aufträge produziert. Also eigentlich ist dieser Drucker dafür verantwortlich, dass ich heute hier stehen darf. Und deswegen möchte ich ihm die Ehre erweisen und baue ihn komplett auf diese weißen Sinterteile um. Das heißt, das wird mein komplett weißer Prusa Mini, die White Edition. Und mit White meine ich nicht nur, wir bauen ein paar weiße Teile an. Ich mache ihn komplett weiß, so weiß, wie es nur geht. So, also, ich habe den hier damals schon modifiziert. Da seht ihr Drucker 002. Das war mein zweiter 3D-Drucker. Und ja, also ich habe ihn ein bisschen modifiziert und hier habe ich auch einige Produkte getestet, die es auch bei mir mal im Shop erwerblich, die es auch bei mir beim Shop zu erwerben gibt. Das habe ich wieder abgebaut, weil ich das Teil schon lackiert habe, denn auch dieses Teil wird komplett aus PA-12. Das eine ist aus ASA, das andere aus PETG wiederum. Also jetzt machen wir mal einen Schlussstrich, jetzt kommt alles neu, zapp, zerab. Ich habe richtig Lust jetzt. So, Vollgas. Warte mal, wie machen wir denn jetzt weiter? Also, die Teile haben wir hier. Die sehen alle schon mal super nice aus. Dann habe ich hier schon mal eine Tüte. Ach komm, Freunde. Ach, dann haben wir hier schon mal eine Tüte. Da drin befinden sich schon einige Teile, die ich noch dafür gekauft habe. Unter anderem ist hier schon mal der Kühler. Den habe ich natürlich auch gesandstrahlt und weiß lackiert. Ich habe hier auch extra so einen weißen Tube geholt. Aber ich würde sagen, ich schnack nicht lange, bauen den jetzt einmal ganz schnell auseinander, damit wir auch wirklich weiterkommen. Denn heute muss der hier fertig werden. So, damit das ein bisschen schneller geht, habe ich jetzt meinen kleinen Schlagschrauber. Klein ist gut, ein großer Schlagschrauber mit 250 Newtonmeter zur Endmontage des Prusas. Was soll man dazu noch sagen? Ich würde sagen, Vollgas! So, gute Zeit später. Das hat jetzt circa eine Dreiviertelstunde gedauert, vielleicht das auseinanderzubauen. Ich habe jetzt schon mal, hier seht ihr es, Lappen ist dreckig. Ich habe die ganzen Linearführungen und die Lager schon mal vom Dreck befreit. Ich werde die jetzt alle nochmal neu fetten, dass sie wieder frisch sind, weil wir wollen den Drucker hier auf Originalzustand zurückbringen. Ebenfalls habe ich die Motoren schon abgewischt und entfettet. Hier, das hier vorne, das habe ich schon ausgebürstet. Das ist das Extruder-Zahnrad. Ich überlege gerade noch, ob ich den Riemen tausche. Aber eigentlich, warum sollten die kaputt gehen? Ich glaube, den lasse ich. Den nehme ich wieder. Der ist gut. Der ist schön. Der lief gut. Kabel sind auch alles okay. Ich habe hier schon mal die Kabel alle rausgenommen. Hier habe ich ja den neuen Tube. Und hier seht ihr auch, boah, ist das geil. Ich habe das schon vor Monaten gemacht, ne? Also, ja, jetzt kann ich es endlich machen. Hier sind die alten Teile. Dieses Teil zum Beispiel, das habe ich mir alles neu besorgt und habe das tatsächlich alles lackiert. Hier ist zum Beispiel das Set-Profil in weiß, die unteren Profile in weiß. Hier ist nochmal das Zwischenblech. Alles in weiß, ey. Das wird der Drucker auf dem Universumsmarkt.
in komplett weiß. Oh, geil. Mal gucken, ob ich das überhaupt nehmen kann. Es war schwierig, genau 100% die richtige Größe zu kriegen, aber man kann das schon so hinjubeln. Bin gespannt. Ich hatte irgendwo auch noch so einen extra kleinen gekauft. Für die kleinen Motoren habe ich hier noch so Schläuche gekauft. Aber das Problem ist, die sind geschlossen. Das heißt, ich müsste sie auf einer Seite aufschnibbeln. Mal gucken, ob das geht. Weiß ich noch nicht. Ansonsten muss ich da einen schwarzen nehmen. So, aber das ist das, was ich jetzt sagen kann. Alles reinigen, alles neu fetten, auf den Neuzustand bringen. Ich habe schon das Mainboard ein bisschen abgepustet, dass es auch vom Staub frei ist. Und dann haben wir hier die ganzen neuen Teile. Da werde ich mir aber Handschuhe anziehen und meine Finger sind auch noch dreckig. Das war ziemlich unklug. Naja, ich werde jetzt gleich mal ein bisschen aufräumen und dann würde ich sagen, machen wir gleich mit der Timelapse weiter, wie ich das Ganze zusammenbaue. So, Freunde, geht jetzt los hier. Ich schmelze hier jetzt tatsächlich Einschmelzhülsen rein. Ich kann es kaum erwarten. Und so sieht der Drucker schon aus. Also es ist wirklich, ich kann es kaum erwarten. Also ich schmelze mal kurz die Dinger hier ein. So, jetzt baue ich das Teil ein. Richtig schick. Extra den Kühler weiß lackiert. Zack. Wie angegossen. Ey, das ist so schön. Ey, so geil. Ich freue mich da so drüber. 2000 Jahre später. So, Freunde, es ist jetzt ziemlich viel Zeit verschritten. Das heißt, ziemlich viel Zeit. Was rede ich da schon wieder? Naja, einen Tag später, ich habe ihn gestern noch fertig gebaut. Ich glaube, er kann sich sehen lassen. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein paar Close-Up-Shots, damit ihr auch seht, wie geil das Ding geworden ist. Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe es mir nicht so cool vorgestellt. Was sagt ihr? Ist das Ding gelungen? Ah, jetzt müsste er nur noch ansprengen, wenn ich alles richtig verdrahtet habe. Oder er fliegt in die Luft. Aber das glaube ich nicht. Natürlich geht er an. Geil! Freunde! Oh, ey, ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Da geht doch gleich noch das Licht kaputt hier. Was ist denn das jetzt? Ist jetzt meine Lampe kaputt? Oh nein! Oh. Ah, geht wieder. Sag doch, bin Mechatroniker, kurz repariert. So, hier sagt er auch schon Wi-Fi-Modul einrichten, weil ich habe ihm noch ein Wi-Fi-Modul verpasst, damit der jetzt auch in Prusa Connect implementiert werden kann. Und Freunde, ihr seht es auch, wir haben hier nicht den normalen Kopf verbaut, sondern wir haben hier tatsächlich das Upgrade-Kit verbaut. Ich habe extra einen originalen Prusa-Kühler ausgeschlachtet und habe ihn weiß lackiert. Ich musste ihn nämlich den Sensor, der Sensor ist nämlich beim Sandstrahlen abgebrochen. Schade, aber ist so. Hauptsache, er ist jetzt in weiß und wir haben jetzt hier die komplette White Edition. Leider lässt sich die Software jetzt nicht anpassen, dass wir das im Hintergrund weiß haben. Vielleicht kann das ja von euch einer da draußen, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten seht ihr genau, wir haben jetzt hier den Prusa XL und MK4 Nozzle verbaut. Wir haben hier einen extra weißen Tube verbaut. Die kleinen Tubes hatte ich zwar auch in weiß bestellt, aber das waren nicht die richtigen. Die haben sich da nicht rumfädeln lassen, denn es war ein Schlauch und ich konnte da den Stecker nicht durchschieben. Naja, nichtsdestotrotz haben wir hier noch ein schönes hellgraues Druckbett verbaut. Und ich muss sagen, es hat eigentlich alles überhaupt nicht so gepasst, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu den Nachteilen. Nachteil Nummer 1 ist sehr, sehr viel mehr Aufwand als normal, denn wir müssen alle Teile auch vom Pulver befreien und wenn man alle Teile gestrahlt hat und abgepustet hat, denkt man, man hätte es geschafft, aber nein. Erst beim Zusammenbauen merkt man, wo überall noch das Pulver hängt.
Da passt keine Mutter oder Windeeinsatz. Es passt gar nichts. Es muss alles freigepult werden und nochmal mit Druckluft bearbeitet werden. Zudem ist natürlich jetzt die Oberfläche super empfindlich. Das heißt, wenn ich den jetzt mit meinen Griffeln anfassen würde und ich habe vorher ein bisschen was Dreckiges berührt, dann würde man hier gleich was sehen. Also es ist relativ anfällig. Also bloß nicht mit schwarzfettigen Fingern den Drucker jetzt berühren, bitte. Könnt ihr auch gar nicht, seid ihr auch nicht hier. Aber ansonsten, ja, was war noch ein Nachteil? Ja, hier oben sieht man es auch schon, da ist ein bisschen angegriffelt. Ist einfach so bei dem Drucker. Ist halt wegen der Optik. Ne? Also Funktion, jetzt kommen wir zu den Vorteilen. Theoretisch könnte man diesen Drucker jetzt in einen Enclosure packen, denn mit den Vollmaterialien PA12-Teilen ist das Ding auf jeden Fall richtig hitzebeständig. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Mehrvorteil. Ob das jetzt ein Vorteil für mich ist, ich glaube nicht, denn dieser Drucker kommt nicht in einen Enclosure. Der dient jetzt einfach nur in der Produktion als Schmuckstück. Noch ein weiteres Nachteil ist natürlich, der Drucker ist jetzt schwerer. Ob das ein Nachteil ist oder ein Vorteil, vielleicht steht er dadurch jetzt auch stabiler, aber die Teile sind natürlich alle Vollmaterial. PA12 bietet deutlich mehr Stabilität, aber auch mehr Gewicht. Gut, hier oben bei diesen Teilen macht das jetzt eher weniger aus. Ob das Ding jetzt dann 10 Gramm mehr oder weniger wiegt, glaube ich, ist in der Achse eigentlich ziemlich egal. Aber man sollte es angesprochen haben. Ansonsten, so ein Drucker so farbig umzubauen, ist halt wirklich ein Aufwand. Ich habe die Profile gestrahlt, lackiert, die Sticker abgetragen, wieder aufgeklebt. Ja, würde ich euch das empfehlen? Ja, wenn ihr Bock zu basteln habt, ist das genau die richtige Geschichte. Vielleicht nicht mit dem PA12-Teilen, denn das ist, wenn ihr das euch drucken lassen würdet, relativ teuer, wenn ihr es nicht unbedingt braucht. Ich würde so einen Drucker auf jeden Fall nochmal mit so Teilen bauen, aber dann würde ich sie wahrscheinlich vorher einfärben oder gleich schwarze Teile bestellen, denn die sind hitzebeständig und halt nicht so schmutzempfindlich. Es fällt mir gerade ein, da fehlt noch eine Schraube, die sogar relativ wichtig ist. Die müssen wir hier noch einsetzen. Hoffentlich habe ich auch eine Mutter eingesetzt. Ja, auf mich ist Verlass. Natürlich ist da eine Mutter. Super. Ich glaube, dieser Knopf hier vorne wird das erste sein, was richtig schön siffig aussieht. Kann man nicht ändern. So, wir machen mal eine Kalibrierung hier und dann würde ich sagen, drucken wir gleich nochmal was Schönes. Ja, schneller ist er dadurch jetzt nicht geworden. So, ob der Drucker jetzt geht, das wissen wir natürlich nicht. Aber ich gehe davon aus, ich werde jetzt mal ein bisschen PLA laden und dann würde ich sagen, drucken wir vielleicht mal eben gleich irgendwie so ein Banshee oder sowas. So, ich habe jetzt eben hier noch am Computer hier ein Banshee gesliced und das werden wir jetzt drucken. Drucker ist auch schon kalibriert nebenbei. Zack, rein da. Banshee drucken. Test hier wegnehmen. Oh, hervorragend geworden. Das ist doch meine erste Schicht. Freunde, er druckt wieder und zwar richtig gut. Also die Kalibrierung hat schon mal sehr gut funktioniert. Und jetzt, wenn ich ihn mir hier angucke, er läuft. Ich habe den auch von der Geschwindigkeit mal ein bisschen hochgedreht, weil das kann der gut. Schnell ist sein Spezialgebiet. Klar, nicht super schnell, aber auf jeden Fall eine ordentliche Geschwindigkeit für so einen Drucker mit dem Baujahr. Und vor allen Dingen sehen die Drucke nach wie vor top aus. Ich habe die Lager gefettet, alles gereinigt. Das heißt, der wurde gleichzeitig noch gewartet. Ich habe auch X und Y Riemen komplett neu gemacht. Das heißt, der ist jetzt wieder auf Neuzustand und kann wieder einige 100 Druckstunden bei mir in der Farm arbeiten. So Freunde, ich verabschiede mich für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, kommentiert das Video und ich sage wie immer, wir sehen uns bis gleich.